Hallo, liebe Freunde der Scamwetterei. Hier ist der Callcenter Crusher. Heute ruft mich eine Firma an, die sich als Bitpanda ausgibt. Bitpanda selbst ist ja legal, aber alle Firmen, die sich als Bitpanda ausgeben und anrufen, entlarven sich selbst als Betrüger. Dass die Blockchain niemals anruft, sollte inzwischen hinlänglich bekannt sein. Viel Spaß mit den heutigen Anrufen. Nach dem Intro geht's los. Hallo? 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 Guten Tag, grüße Sie, Monika Kraft hier vom Blockchain. Entschuldigung für die Störung. Es geht um eine Auszahlung und zwar haben wir eine Wallet unter Ihrem Namen entdeckt mit einer Gewinnsumme von über 6.800 Euro, die an Ihnen ausgezahlt werden soll. Und die Gewinnsumme entsteht schon seit halbes Jahr und es kommt von einer Anmeldung, die Sie mal an einer Internetseite gemacht haben und somit wurden für Sie diese Gewinnsumme auch erzielt. Bis jetzt alles mitbekommen? Ja, schon. Okay, das heißt, eine Auszahlung dauert bis zu 20 Minuten, indem Sie vor einem Computer oder Laptop sitzen mit Kamera, damit wir Sie erstmal mit einem Ausweis verifizieren können. Ich bin doch schon verifiziert. Ich habe ein Wallet, bei der ich verifiziert bin. Ja, aber man kann das nicht von Wallet zu Wallet übertragen. Doch, natürlich. Weil Ihre Summe eingefroren ist. Ja, dann da geben weil Sie... Weil das ist schon vor halbes Jahr. Okay. Das heißt, wenn es eingefroren ist, müssen wir das in Euro umwandeln und von da auf Ihre Online-Banking übertragen. Ja gut, und wo habe ich dann gehandelt? Das war schon vor halbes Jahr bei CoinMarketCap. Habe ich nie mitgehandelt. Also da wäre ich mir nicht so sicher, weil es ist schon ich bin's seit aber. Halbes Jahr und da weiß ich bin mir sicher. Können Sie ich mir weiß. Das beweisen, weil ich kann Ihnen das beweisen, weil ja, dann wie wollen Sie mir das denn beweisen? Ich habe Name, Nachname, Telefonnummer, E-Mail und den Wallet mit dem Geld. Ja gut, okay, dann bei CoinMarketCap. Ja gut, und welchen Namen haben Sie da? Joachim Nasebad. Okay. Und die Telefonnummer, auf der Sie anrufen und welche E-Mail-Adresse haben Sie? joachim.rings.bergheimer@gmx.de. Sehen Sie mal, und wie war jetzt der Name, der Nachname vorher nochmal? Nasebart. Ja. Joachim. Ja. Nee, Joachim Nasebart gibt es nicht. Es gibt Jens Nasebart. Das müssen Sie aber sein. Nein, es gibt Jens Nasebart und Joachim Ringsbach-Bergheimer. Da haben Sie was durcheinander ja, gebracht. Ja, das habe ich doch bei der E-Mail. Nein. Das doch, ist doch. Einfach Name und Nachname, was Sie eingetragen haben. Es kann sein, dass Sie einfach kurz eingetragen haben, aber es ist genau so, wie Sie es eingetragen haben. Und E-Mail ist joachim.ringsbach-bergheimer@gmx.de. Okay, dann schicken Sie mir... Ich habe Ihnen schon vor 4 Stunden eine E-Mail gesendet. Ah gut, dann gehen wir doch mal nachgucken. Dann gehen wir doch mal nachgucken, kein Problem. So. Das E-Mail ist eine Standard-E-Mail. Wenn Sie einen Termin möchten und wir dann auch telefonieren, wenn Sie bereit sind, eine Auszahlung zu tätigen, dann werde ich Ihnen auch eine Bestätigung mit Formular senden. Das ja, ist dann als Dokumentation. Das ist aber ein ganz einfaches E-Mail, was ich Ihnen gesendet habe. Ja gut, Standard-E-Mail ist ja schon erstmal ein bisschen blöd. Okay, also was steht drin ja, in der E-Mail? Ja, so muss das erstmal sein, damit wir erstmal in Kontakt kommen. Das heißt, ich bin Monika Krapp vom Blockchain. Schauen Sie entweder Posteingang oder Spam, vielleicht ist es da. Ja, wie war die E-Mail-Adresse nochmal? Ich habe mehrere. joachim.ringsbach-bergheimer@gmx.de. Da habe ich es gesendet. Okay, dann schaue ich mal. Okay. Dann, aber bitte schreiben Sie mir, ob Sie doch das Geld möchten oder nicht, damit ich nicht Sie nochmal anrufe, okay? Weil ich mag das nicht. Ja, gut. Ist ja nett, dass Sie das nicht mögen, aber erstmal möchte ich gerne die E-Mail sehen. Nein, ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Also. Es ist besser, wenn Sie mir eine Antwort geben, nachdem Sie die E-Mail sehen, einfach schriftlich mit der E-Mail, als wenn ich Sie dann wieder anrufe und Sie störe. Das meine ich, deswegen mag ich das nicht. Nee, aber Sie können ja dranbleiben. Und dann gucke ich gleich nach der E-Mail. Da kann ich Ihnen gleich drauf sagen, drauf reagieren. Okay, gut.
Ich logge mich gerade ein. Hallo? Ja. Hallo, ja. Sie sagten, Sie sind von der Blockchain. Ja, aber warum? Dann erwarte ich eine E-Mail von der Blockchain und nicht von irgendeiner Kreditrecovery Agency oder so. Ja, weil wir nur für Auszahlungsabteilung sind. Ja, dann erwarte ich eine E-Mail von der Blockchain. Mit der E-Mail-Endung at Ja, Blockchain. eben, Ja, habe ich nicht, habe ich nicht. Ich dieses sag. Formular bekommen Sie, wenn Sie einen Termin vereinbaren Nein, vom Blockchain. ich erwarte von Ihnen dass er mir Nein, eine. nein, 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 das nein, geben nein, Sie nein, so nein, 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 nein. nicht. Sie, hören Sie mir einfach Das zu. geben Sie so, das Hören Sie einfach hören Sie zu. nicht, weil Sie. das nicht mein Geld ist, sondern Ihr Geld. Ja, ich habe gar kein Geld. Ich habe nie irgendwo Geld gehabt. Sie sind ein Betrüger. So einfach ist es. Echt jetzt? Ja, weiß ich. Die Blockchain ruft nie Leute an und schon Wenn gar Sie nicht keine wegen einer Wallet. Betrügerin, Sie sind dann ein würde ich Betrüger. Ein bleiben, ganz dann dummer würde ich bleiben, Scammer. mein Freund. Ein ganz dummer Scammer sind Sie. Ein ganz Das dummer heißt, Scammy. wenn Wenn Sie Sie nicht dumm vorher sind, dann werden Sie Auszahlungsabteilung auch dumm verstehen, bleiben. Ja, ich verstehe eine ganze Menge. dann Vor allem weiß ich, haben dass Sie ein Betrüger sind. Sie verstanden. Da können Sie gerne Das ist weitersammeln, kein Problem. Ich habe nie Ihre irgendwo getradet und Geld Sie bekommen, versuchen sondern mir Sie jetzt Geld verstehen aus mein der Geld. Tasche oder eine Das ist Registrierung mein aus der Geld. Tasche zu leiern. Das ist der Fakt. Und mehr Aber kommt nicht raus. Sie sind also ein Betrüger. denken mal, Sie sind ja nicht so dumm, dass jemand Sie betrügen würde, oder? Nein, natürlich nicht. Deswegen. Aber Aber ich nehme gerne. das Geld Hören bekommen, Sie, sondern ich Sie kriege hören mein Geld. gerade, Sie hören, werden gerade von etlichen Leuten auf YouTube gehört. Hallo? Hallo, schönen Tag, ich bin Paul von Globales Finanzmarkt. Wer ist da bitte? Spreche ich mit. Hier ist Paul Schroeder von Globales Finanzmarkt. Ah ja. Spreche ich mit Reinhard Stecken? Ja, ist richtig. Aha. Herr Stecken, Sie haben Ihre Daten am 31. Januar auf Globales Finanzplattform gegeben, richtig? Was ist denn globales Finanzplattform? Es geht um Kryptowährungen, um Onlinehandel und so weiter, ja? Ja, aber bei der Firma Globales Finanzmarkt habe ich mich nicht registriert. Es ist nicht eine Firma. Es ist überhaupt eine Plattform, ja, auf dem ganz verschiedene also Unternehmen gibt. Bei uns, also Sie haben Ihre Daten gegeben. Es geht um automatisches System. Ja, und bei welcher Firma bin ich da jetzt nun? Bitte? Bei welcher Firma bin ich denn da jetzt? Bitpanda. Also Ihre Firma heißt Bitpanda. Ja, genau. Bitpanda und das ist Ihre Aha. Firma und Sie haben ein Portal bestimmt. Eine Webseite. Lieber Herr, ich rufe Sie jetzt von Bitpanda, ja? Ja, Also, das habe Sie ich doch haben gerade auf gefragt. globales Finanzmarkt, auf Hallo, globales Finanzmarkt beantworten Sie Ihre meine Daten Frage gegeben. nochmal oder nicht? Was für eine Frage? Nochmal bitte. Bitpanda ist Ihre persönliche oder Ihre Firmenseite, Ihre Plattform, richtig? Nicht, das ist nicht meine persönliche Plattform. Ihre Und Firmenplattform. also, was meinen Sie damit? Ihre Firma. Die Plattform Ihrer Lieber Firma Herr, heißt ich Bitpanda. erkläre Nicht lieber Ihnen. Herr, Ja, Sie können mich mal meinen Namen natürlich. nennen. Lieber Herr. Nein, mit meinem Namen bitte. Lieber Herr, nein. Warum nein denn? Sie Okay. können mich mit meinem Namen Warum nennen. nein? Warum Weil man in nein, Herr Deutschland aus Stecken? Freundlichkeit und Respekt immer mit dem Namen angesprochen wird. Aber das wirft lieber, es ist auch höflicher, ein Nein, das ist höflicher nicht Wort. höflich. Es ist unhöflich, nur Dann lieber Herr erklären zu Sie mir. sagen. Ich bin nicht Deutscher, da? Ja? Ja, Dann deswegen erklären kann Sie man mir trotzdem, bitte, Sie rufen in warum. Deutschland an. Also, ist jetzt Bitpanda Ihre Firma? Ja, genau. Okay, und da gibt es eine Plattform. Bitpanda.de oder? Ja. Bitpanda.de. Ist die Ja, Plattform, ganz genau. Ihre Plattform. Okay, Ganz genau. gut. Okay. So, und weiter?
Bitte? Ja, Sie wollten doch irgendwas erzählen. Ja, also Sie haben Ihre Daten bei uns gegeben. Das bedeutet, dass Sie Interesse gezeigt haben, ja? Und ich als ein Mitarbeiter von diesem Unternehmen rufe ich Sie jetzt an, damit Ihnen helfen, Ihr Konto zu aktivieren und Ihr Handeln anfangen. Ja, und? Haben Sie das verstanden? Ja, schlechtes Deutsch, aber ich habe es schon verstanden. Das spielt gar keine Rolle. Was spielt keine Rolle? Ja, Sie verstehen jetzt, was ich sage. Und ja, wenn Sie nicht... Was ist ein Problem? Wenn ich zum Beispiel sage, nicht der, sondern die, ja, das ist ein Problem, ja, für Sie, damit Sie nicht richtig, ja, alles verstehen können. Vielleicht sollten Sie einfach mal, wenn Sie mir Fragen stellen, dann sollten Sie vielleicht auch mal die Antwort abwarten. Ich habe schon eine Frage gestellt. Ja, und Sie haben die Antwort nicht abgewartet. Eine Frage gestellt. Ja, Sie haben die Antwort aber nicht abgewartet, sondern einfach weitergeredet. Wenn Sie Fragen stellen, sollten Sie die Antwort abwarten. Können wir uns darauf einigen? Stellen Sie diese Frage nochmal. Ach, es ist zu müßig mit Ihnen. Es ist zu müßig. Gut, okay. Wo sitzt Ihre Firma denn? In Deutschland. In Deutschland, okay. Und wo in Deutschland? Ja. In Frankfurt. Ja, gut. Prima. Ja. Dann und was, bei Ihnen jetzt eine österreichische Nummer oder eine England-Nummer, ja? Oder eine Nummer von Schweiz, von der Schweiz, ja? Ja, bei mir ist eine englische Nummer. Ja, Sie achten darauf, ja, dass... Wovon ist dieser Anruf, ja? Achten Sie jetzt darauf. Wenn Sie werden darauf achten, dann ich habe gar keine Zeit, mit Ihnen zu reden. Ja, natürlich, ja? Achte ich darauf. Sie haben Ihre Daten bei uns gegeben. Hallo, ja? Scammer! Aufwachen! Aufwachen, Betrüger! Sie sind ein dummer Betrüger! Sie sind ein ganz dummer Betrüger! Ja, Sie sind ein ganz dummer Betrüger! Sie sind wirklich sehr dumm! Ja, ja, ja. Über solche Sachen denken. Ja, natürlich. Über solche Sachen, das ist für Investoren natürlich unwichtig, wo man angerufen wird. Es ist auch unwichtig, wo jemand registriert wird. Es ist alles immer ganz egal und ganz unwichtig. Na Gott sei Dank. Überhaupt ganz egal. Ja, natürlich, das merke ich, dass Ihnen alles egal ist. Sie sind ein Betrüger, Sie sind ein ganz beschissener Scammer. Okay. Sowieso mein... Pro Monat, sowieso. Was machen Sie? Ich bekomme für meine Arbeit pro Monat genug Geld. Ja, das ist doch schön für Sie. Das ist doch sehr schön für Sie. Das freut mich für Sie, aber trotzdem sind Sie trotzdem ein Betrüger. Ja, dann legen Sie doch einfach auf, wenn Sie keine Zeit haben. So einfach ist das. Ja, ja, Betrüger. Tschüss, Betrüger. Ja, tschüss, Betrüger. Tschüss, Betrüger. Dankeschön. Tschüss, Betrüger. Dankeschön. Grüß noch die Zuschauer. Tschüss. Grüß doch bitte die Zuschauer. Genau, Betrüger. Dankeschön. Ja, gerne, Dankeschön. Gerne. Wir hören uns bald Dankeschön. Wieder. Ja, genau. Okay. Natürlich. Dann tschüss. Dann okay. Können Sie jetzt auflegen. Es ist Ihnen gestattet, aufzulegen. So, Betrüger, leg auf nun. Ja, und was möchten Sie damit kriegen? Was? Ich möchte gar nichts kriegen. Sie wollen mich doch über den Tisch ziehen. Sie sind doch der Betrüger. Über die Höflichkeit. Betrüger sind höflich. Das wäre ja das Neueste, wenn Betrüger höflich sind. Sie sind ein ganz schön dummer Scammer, ein ganz schön dummer Betrüger. Das ist ja mal klar. Und, können Sie da jetzt noch irgendwas gegen sagen? Nein, Sie sind einfach nur ein Betrüger. Ja, ja. Ja, genau, sind Sie. Ja, tschüss, leg auf. Na, jetzt ist er sogar zu dumm, den Hörer aufzulegen, oder? Das, ja, er hat es geschafft. Er hat es geschafft. Ja, bitte? Hallo, schönen Tag. Spreche ich mit Reinhard Stecken? Ja, wer ist da bitte? Herr Stecken, Sie sprechen mit Malena Weber vom Finanzmarkt. Es geht um Kryptowährungen. Sie haben Interesse an Kryptosoft gezeigt. Ja. Aha, und Ihre Konto ist noch nicht aktiviert, ja? Deshalb ich rufe Ihnen zu helfen, einfach Ihre Konto aktivieren. Ja. Aha. Jetzt bitte sagen Sie, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder ist es Ihr erstes Mal?
In welchem Bereich jetzt? Im Finanzmarkt, meine ich. Ja, habe ich schon ein bisschen. Haben Sie, super. Haben Sie Erfahrung mit Kryptowährungen oder mit Aktien? Mit Aktien, ja. Mit Aktien, super. Und keine Erfahrung, ja, mit Kryptowährungen? Nee, habe ich nicht. Okay. Das heißt, unser Finanzexpert wird Ihnen alle technischen Sachen erklären, ja? Zum Beispiel, wie Sie können Krypto kaufen und diese Krypto im Trading lassen, damit Ihr Profit wird mehr sein. Und nach der Aktivierung, Sie werden erhalten von unserer Seite Zugangsdaten von Ihrem Konto mit Login und Passwort. Sie können dort einloggen, ja? Und auf Ihrem Konto werden Sie Ihr Geld sehen. Ihre Gewinne, Ihre Profite, alles kontrollieren Sie selbst und niemand hat Zugriff auf diese Konto, okay? Ja. Und für die Aktivierung, wir bieten Ihnen 3 Beträge an. Minimale ist 250 Euro, dann 500 Euro und 1000 Euro. Haben Sie schon entschieden, mit welchem Betrag müssen Sie beginnen? Nee, habe ich noch nicht. Haben Sie noch nicht. Als Sie sind Anfänger, ich kann auch von meiner Seite Ihnen empfehlen, mit minimalem Betrag, ja, fangen mit 250 Euro. Schon erste Woche, Sie werden Profit, ja, haben. Und dann, Sie können zum Beispiel auch mehr investieren, ja. Alle Entscheidungen treffen Sie selbst. Und niemand hat Zugriff auf dieses Konto. Das haben Sie schon und gesagt. Auch, ja, super. Und ich habe gesagt, Sie können einfach mit 250 Euro probieren, ja. Und jederzeit, wenn Sie möchten, nicht weitermachen, Sie können alles stoppen, okay? Ja, gut. Super. Haben Sie jetzt Zeit? Können wir alles weitermachen? Ja, erstmal weiß ich ja noch gar nichts über Ihre Firma. Von welcher Firma sind Sie denn? Ich rufe Sie vom Bitpanda. Das ist Ihre Firma, Bitpanda. Bitpanda, ja. Jetzt, Sie können auch im Google das suchen, ja? Nö, ich kann ja direkt auf Ihre Plattform gehen. Die heißt wie? Bitpanda. Bitpanda. Und weiter? Mhm. Aha, und wir werden einfach Hallo. Ihr Konto jetzt verifizieren. Wie heißt die? Ja? Ich möchte auf Ihre Plattform gehen. Bitpanda.de? Ja, ganz genau. Sie können das von App Store ja, herunterladen auf Ihrem Handy auch. Also bitpanda.de? Ganz genau. Bitpanda.de gibt's nicht. Ich kann jetzt Ihnen gleich Link schicken. Bitpanda.com, ja? Sie können also Sie haben gesagt .de. Ja, .de, es ist auf Deutsch, aber Sie können nochmal bitpanda.com. Eine Webseite bitpanda.de gibt es nicht. Einfach im Google schreiben Sie Bitpanda. Hallo, jetzt verstehen Sie mich nicht? Ich will direkt auf Ihre Seite. Ich möchte nicht bei Google eingeben, ich will die Ihre dann Webseite. Dann schreiben Sie bitpanda.com. Aha, .com, also doch nicht .de. Wenn Sie werden Language-Sprache Deutsch ändern, Sie werden .de sehen dort. Nein, es wird, ich sehe da nicht .de, ich sehe dann bitpanda.com /.de. Aha. Sehen Sie diese Seite? Ich mache sie jetzt erstmal auf. Mhm. So. Es ist sehr laut bei Ihnen. Ja, weil dort gibt es Musik, damit Sie werden nicht hören, zum Beispiel, wie spricht meine Kollege, ja? Weil ja, aber ich höre Sie kaum. Das ist das Problem. Also, wie gesagt, hallo. Also, hallo. Ja, ich sagte, bitpanda.de gibt es nicht. Es gibt nur bitpanda.com/.de. Aha, ja, ganz genau, richtig. Ach, das, Sie kennen sich ja gut aus mit Ihrer eigenen Webseite. Okay. Nein, normalerweise wir schicken Ihnen einen Link, aber wenn Sie wollen es nicht, kein Problem. Sie können auch selbst machen und normalerweise wir machen alles mit, ja, Applikation, die Sie werden auf Ihrem Handy installieren. Ja gut, aber noch weiß ich ja gar nicht, ob ich bei Ihnen investieren will. Erzählen Sie doch erstmal, wie das... Nein, einfach... wenn Sie mich bitte mal ausreden lassen würden. Sie lassen mich ja nicht ausreden. Ja, ich höre Ihnen. Ja, ich weiß ja noch gar nicht, ob ich bei Ihnen... Ich weiß ja über Ihre Firma noch nicht gar nichts. Aha, jetzt auf unserer Webseite, Sie werden alle Informationen finden, ja? Dort gibt es Unternehmen. Wenn Sie klicken auf Unternehmen, Sie werden alle zusätzliche Informationen lesen, ja? Nutzungsbedingungen und so weiter.
Dann werden Sie entscheiden, wollen Sie weitermachen oder nicht. Einfach dort gibt es zwei Funktionen. Ja? Jetzt loslegen. Wenn Sie klicken, jetzt loslegen, Sie können einfach kurz Registrierung machen. Ja? Dann werden Sie Ihr Konto verifizieren und nach dem Test, Sie können schon Investierung machen. Ja, aber wie gesagt, ich möchte erstmal was über Ihre Firma wissen. Das ist der Punkt. Kein Problem. Ja, dann wo sitzt denn Bitpanda? Wo sitzt Ihre Firma? Wo ist der? Wir haben verschiedene Filiale, ja? Wo ist der Hauptsitz dieser Firma, um es nochmal klar zu sagen? Natürlich in Deutschland. Nee, das kann ja nicht sein. Der Hauptsitz muss ja dann... Bitpanda wurde in 2014 Jahre, ja? Es steht und... aber nicht in Deutschland. Filiale einfach nicht. Das ist in Wien, ja, in Österreich. Aber momentan, ich rufe, ja, wir haben verschiedene Filiale. Wir haben auch Filiale in Deutschland, in Österreich. Aber Hauptfiliale, ja, ist in Wien, in Österreich. Und deswegen rufen Sie mit einer Nummer aus Großbritannien an? Ja, weil es ist ein Callcenter und diese Telefonlinie war frei, deshalb ich rufe von dieser Nummer. Ich denke, es muss für Sie egal sein, auch von welcher Nummer. Nein, ist es nicht. Nein, ist es nicht. Bei Deutschland ist es verboten, von einer anderen Nummer anzurufen, von aus dem Ausland anzurufen, wenn Sie in Deutschland sitzen. Das ist verboten. Nein, es ist nicht verboten. Doch, ist es. Ich werde Ihnen Bescheid geben. Das ist es. Seit dem 1.12. letzten Jahres ist es verboten. Ich selbst bekomme jeden Tag verschiedene Anrufe, ja, von Ausland. Ja, das ist ja kein Problem. Das sage ich auch gar nicht. Aber Sie, wenn Sie in Deutschland sitzen, dann müssen Sie mit einer deutschen Nummer anrufen. Das ist ein Callcenter, ja? Ja, und wenn das Callcenter in Deutschland ist, dann muss das Callcenter aus Deutschland anrufen. Mit einer deutschen Nummer. Aber wir arbeiten nicht nur in Deutschland, ja? Ja, aber Sie sagten, Sie sitzen in Deutschland, dann müssen Sie mit einer deutschen Rufnummer anrufen. Das ist Gesetz. Das ist keine freie Linie. Nein, das ist Gesetz in Deutschland. Das ist Gesetz in Deutschland seit dem 1.12. letzten Jahres. Das ist so schon gesetzt. Wo sitzen Sie denn in Deutschland? In Frankfurt. Ja, bitte die Adresse. Wolfgangstraße. Wie? 10/20. Bitte nochmal. Wolfgangstraße. Wolfgangstraße. Aha. Nummer? 10. 10. Und die Postleitzahl? 20. Bitte? Postleitzahl ist 20. Ja, 20 und weiter? Das kann ja nicht 18? Sein. Nein. Frankfurt hat eine andere Postleitzahl. Nein, es ist auf der Straße Postleitzahl. Ja? Frankfurt hat verschiedene Postleitzahlen. Frankfurt hat nicht nur eine Postleitzahl. Ja, na doch, Frankfurt hat nur eine. Welche Postleitzahl haben Sie denn jetzt in Frankfurt? Nein, Frankfurt hat nicht nur eine Postleitzahl, lieber Herr. Ja, welche haben Sie denn? 60. 60. 3. 3. 1. 1. 1. 1. Das ist Ihre Postleitzahl in Frankfurt. Ganz genau, ganz genau. Postleitzahl, Sie können auch alles im Internet ja finden. Einfach, ja. Alles läuft per Internet, ja. Das heißt, alles ist online. Ja. Und welche Rolle spielt, wo findet sich diese Unternehmen? Es muss das ist eine wichtige spielen, Rolle. Ja? Nein, das ist eine wichtige Nein. Rolle. Doch, alles läuft online, wie ich habe gesagt. Ja, aber trotzdem haben Sie einen Firmensitz in Deutschland. Ganz genau, wir haben Sitze im ganzen Welt, ja. Ja gut, aber Ihr Hauptsitz, Sie sagten, Ihr Haupt... Auch. Sie sagten, Ihr Hauptsitz ist in Frankfurt. In der Wolfgangstraße 10 in... Frankfurt, ja. Nein, nicht... Ganz genau. Ja, nicht momentan. Der Hauptsitz ist immer der Sitz, wo die Firma angemeldet ist. Ganz genau. Ja, gut, okay. Und Sie sitzen in Frankfurt, das heißt, wo sind Sie dann eingetragen, registriert und reguliert? Wir sind reguliert von FCA. Nein, das kann nicht sein. In Frankfurt. Wir sind reguliert von BaFin. Ja, was denn nun? FCA oder BaFin? Wir haben Lizenz von den beiden. Ja gut, dann gehen wir doch einfach mal auf die BaFin-Webseite. Da kann ich das ja überprüfen. Ist ja kein Problem. Okay.
Okay, kein Problem. Okay, dann geben Sie mir bitte mal Ihre BaFin-ID-Nummer. Ich kann das Ihnen per E-Mail alles... Nee, das können Sie mir, ja? Das können Sie mir einfach sagen. Das sind hier nur Zahlen. Okay, kein Problem. Ich will ja jetzt gleich Ihnen das sagen, ja? Ja, gerne. Unsere Lizenznummer, ja? Ja. Sie können jetzt schreiben, oder? BaFin-Registernummer, ja. Schreiben Sie. Ja. 148. 148. 759. 759. Das war's? Ja, das ist alles. Das ist BaFin-Nummer, ja? Ja. Und was ist das? Wie ist Ihre Firma da gelistet? Unter welchem Namen? Es ist registriert in BaFin. Nein, unter welchem Namen Sie da registriert sind? Lieber Herr, Sie haben gesagt, dass Sie werden jetzt das recherchieren, ja? Ja, das frage ich, das tue ich gerade. Okay. Also, und hallo, mal zuhören, nicht immer reden. Unter welchem Namen sind Sie dann bei der BaFin gelistet? Unter welchem Namen, unter dieser Nummer sind Sie dort eingetragen? Das Sie können jetzt recherchieren. Warum? Ja, das mache ich ja gerade, das frage ich Sie ja gerade. Nein, Sie können das recherchieren. Ja, also, okay, ich stelle gerade fest, Sie wissen gar nicht, unter welchem Namen Sie da registriert sind bei der BaFin. Ich habe schon gesagt, Sie. Nein, sind Sie nicht. Haben Sie nicht gesagt. Bipanda, was ist dieser Name? Bipanda. Ich ja, das stimmt leider nicht. Die Nummer, die Sie mir gegeben haben, ist nicht von Bipanda. Es ist von Bipanda. Nein, ist es nicht. Recherchieren Sie jetzt mal. Ja, das habe ich. Ich bin bei der BaFin auf der Webseite. Da kann man online überprüfen, wie jemand... Ja, ich bin auch gleich auf dieser Seite, ja, wenn ich... Ja. Warum ich sehe Bipanda und Sie sehen es nicht? Vielleicht ja, kann ich Ihnen sagen. Das kann ich Ihnen sagen. Weil Sie mir eine falsche Nummer gegeben haben. Nein, ich habe Ihnen nicht falsche Nummer gegeben. Ja, dann sagen Sie mir mal, wie heißt das Unternehmen, was unter der Nummer registriert ist? Wie heißt das? Ich habe gesagt schon. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Unser Unternehmen heißt Bipanda. Ja, das ist aber nicht, das ist nicht der Name, der bei der BaFin unter der Nummer registriert ist. Lieber Herr, ich weiß, dass Sie werden einfach nicht investieren. Nein, natürlich nicht. Bei Betrügerfirmen investiere ich nie. Sie sind ein Betrüger. Es ist kein Problem. Wir sind kein Betrüger. Aber doch, sind Sie. Sind Sie. Sind Sie. Es ist Ihre Entscheidung. Machen Sie etwas nicht? Nein, Sie sind ein Betrüger. Das habe ich soeben festgestellt. Machen Sie keine Investierung. Es ist kein Problem. Nein, natürlich mache ich bei Betrügern keine Investitionen. Sie betrügen Nein. die Leute. Wo haben Sie übrigens, wo haben Sie denn mein Double Opt-in, dass Sie mich überhaupt anrufen dürfen? Sie haben das angemeldet. Wo haben Sie denn das? Nein, Sie haben aber meine Genehmigung nicht erhalten, mich anzurufen. Ich rufe Ihnen, weil Sie haben registriert. Nein, dazu brauchen Sie ein Double Opt-in, ein sogenanntes Double Opt-in. Wann habe ich Ihnen das Double Opt-in gegeben? Wann und wo habe ich Ihnen das Double Opt-in gegeben? 31. Januar. Nein, ich habe Ihnen kein Double Opt-in gegeben. Ich habe noch niemandem, der mich anruft, ein Double Opt-in gegeben. Mhm. Wissen Sie, was ein Double Opt-in ist? Wissen Sie, was ein Double Opt-in ist? Ich weiß alles. Ja, okay, dann erklären Sie mir mal, erklären Sie mir einfach mal, was ein Double Opt-in ist. Erklären Sie mir einfach, was ein Double Opt-in ist. Sie wissen es gar nicht. Sie wissen es, Sie wissen es doch gar nicht. Erklären Sie mir einfach, was ein Double Opt-in ist. Ich habe keine Zeit für das. Ja, das ist mir klar. Betrüger haben immer, wenn sie ertappt sind, dann können sie nichts mehr sagen. Okay. Das ist kein Problem. Ja, natürlich ist es ein Betrüger. Sie sind ein Betrüger, eine Betrügerfirma und es ist völlig klar. Und wollen Sie noch mehr sagen? Gut, ich werde von meiner Seite, ich kann auch Ihre Daten an Polizei geben, okay? Ja, machen Sie das. Sehr schön. Machen Sie das. Machen Sie das. Zeigen Sie mich an. Machen Sie das. Sehr schön. Ich mache das. Ja, wunderbar. Ich warte darauf auf Ihre Anzeige. Sehr schön. Ich warte auch. Schönen Tag noch. Ja, für Ihnen keinen schönen Tag, Sie Betrüger. Ja. Denken Sie so, okay. Ja, weiß ich sogar. Das werden wir am Ende sehen. Ich werde keine Anzeige von Ihnen bekommen, weil Sie ein Betrüger sind. Kein Problem. Machen Sie das. Liebt gerne. Liebet gerne. Ja, machen Sie alles. Machen Sie alles. Betrüger. Mein Gott, so schlecht.
Hallo? Hallo, schönen Tag, hier ist Paul Schröder von Globales Finanzmarkt. Spreche ich mit Stecken? Reinhard Stecken. Ja, ist richtig. Wie geht es Ihnen, Herr Stecken? Danke, gut. Und selbst? Gut, danke. Herr Stecken, ich sehe gerade, dass Sie vor einiger Zeit Ihre Daten auf Globales Finanzmarkt gegeben haben. Richtig? Globales Finanzmarkt ist Ihre Firma? Ja, es geht um Investitionen, um automatische Systeme. Ah, ich dachte, das heißt Investitionen. Ich dachte, das heißt nicht Investierung, sondern Investitionen. Ah, danke schön. Okay, es geht um Investitionen. Ja, okay. Aha, sehr gut. Also Sie haben Ihre Daten gegeben, aber trotzdem, Sie haben bis heute nicht damit angefangen, richtig? Ja, das kann durchaus sein. Globales Finanzmarkt, was ist denn die Firma Globales Finanzmarkt? Ich rufe Sie von Bitpanda. Bitpanda, okay. Ja, es ist ein Unternehmen auf Globales Finanzmarkt. Ja, also auf Globales Finanzmarkt stehen einige Unternehmen, ja? Und ich rufe Sie von Bitpanda. Okay. Und ich möchte gerne wissen, was für ein Problem haben Sie, ja, damit Sie, Sie haben nicht damit angefangen. Ja, vielleicht richtig. Sie haben am Anfang nicht genug gute Bedienung bekommen, ja, oder... Was habe ich nicht bekommen? Nicht so gut, nicht gute Bedienung von den Mitarbeitern, ja. Aha. Oder es kann sein, dass Sie etwas Nachteile gesehen haben, ja, auf Finanzmarkt bei unserem Unternehmen. Oder ich weiß nicht, was hat Ihnen nicht gut gefällt. Oder Sie haben vielleicht einfach Ihr Interesse verloren. Ah, das war jetzt eine Frage. Ja, das okay. ist eine Frage. Ja, wie gesagt, also es ist einfach so, dass ich nicht genug Informationen über Ihre Firma bekommen habe. Aha, habe ich verstanden. Ich kann Ihnen genug gute also Informationen, ja, per E-Mail zum Beispiel Ihnen schicken, ja, gleich, wenn Sie es brauchen. Oder kann ich das diese Informationen jetzt telefonisch geben? Ja, ja können Sie gerne. Ihnen erklären, wie das funktioniert, ja, wie Sie können unser offizieller Kunde sein, wie Sie können Ihre Investitionen bei uns weitermachen, ja? Ja, dann, sagen Sie mir doch einfach mal die Informationen. Okay, also bei uns funktioniert das so, lieber Herr. Sie brauchen natürlich zum ersten Mal... Herr Stecken ist mein Name, nicht lieber Herr. Okay, Herr Stecken. Es ist vielleicht unhöflich, ja, etwas. Was ist jetzt unhöflich? Ja. Wenn ich sage, lieber Herr, das ist vielleicht für Sie etwas unhöflich. Ja, richtig. Sagen Sie, dass, ja. Sie wissen ja noch gar nicht, ob ich ein lieber Herr bin. Aber ich möchte wissen, wenn ich benutze dieses Wort lieber, ja, dieses Wort macht das Ausdruck nicht höflich. Was? Ich verstehe wenn ich jetzt benutze, nicht. Wenn ich sage, lieber Herr, dieser Wort lieber macht das nicht höflich. Ja, das ist für mich unhöflich, weil Sie kennen mich doch gar nicht. Sie können gar nicht feststellen, ob ich ein lieber Herr bin oder nicht. Nennen Sie mich einfach Herr Stecken und gut ist es. Ja, okay, aber wissen Sie, meine Mentalität ist etwas anders, ja. Und wenn ich zum Beispiel benutze lieber Wort, das Wort lieber, ja, für mich ist sogar, wenn jemanden kenne ich nicht, ja, sogar in diesem Fall, wenn ich benutze lieber, das Wort lieber, ja, es ist noch für mich, ja, für mich persönlich, es klingt noch süß, ja, wenn du also jemanden kennst nicht, aber trotzdem du benutzt dieses Wort, ja. Ja, das ist aber sehr inflationär. Haben Sie verstanden, was meine ich? Ja, ja, aber ich sage das nicht so gut auf Deutsch, ja, aber ich probiere das erklären, ja? Haben Sie verstanden, was meine ich? Ja, selbst? Trotzdem möchte ich nicht mit lieber Herr angesprochen werden, sondern mit Herr Stecken. Okay, kein Problem. Ich brauche einfach das Bestellen, ja? Okay. Dann, ich werde erklären, ja, wie Sie können unser offizieller Kunde sein und Ihre Investitionen bei uns machen, okay? Herr ja, dann, Stecken. Gut, okay. Fangen wir Sie doch mal an. Sie brauchen zum ersten Mal Ihr Konto bei uns haben, ja? Das brauchen Sie, weil natürlich Sie möchten zum Beispiel Geld verdienen, also denn Ziel ist, Geld verdienen, ja, Profit bekommen. Und deswegen, Sie brauchen dieses Konto, um drauf Ihr zukünftiger Profit zurückzubekommen, ja. Und von dieses Konto
Sie können in der Zukunft, wenn Sie es möchten, ja, wenn Sie möchten, mit Ihrem Profit nicht weiter Investitionen machen, Sie können es auszahlen und selbst, ja, kontrollieren Ihr Geld. Sogar wenn dieses Geld wird auf Ihr Konto bleiben, sogar in diesem Fall werden Sie selbst Ihr Geld kontrollieren, ja. Ihr Investitionen, Ihr Profit, ja, alles werden Sie kontrollieren, auch Ihr Konto. Sie werden dafür Ihr eigene Zugangsdaten haben, ja. Und wir haben drei verschiedene Beträge, womit Sie anfangen können. 250 Euro, 500 Euro und 1000 Euro, ja. Womit anfangen, entscheiden Sie selbst. Danach natürlich werde ich Ihnen helfen, Ihr Konto richtig und möglich. Und nun ist er raus. Ja, bitte. Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Reinhardt. Stecken. Stecken ist mein Name, ja. Okay, super. Ich bin Christina Koch im Apparat von Blockchain Support Sicherheit. Ich habe Ihnen angerufen, weil ich habe gesehen, Sie sind registriert beim Krypto-Investitionen. Also ich wollte wissen, wann Sie momentan aktiv sind bei diesen Investitionen online. Was geht das die Blockchain an? Ja, das sind Investitionen beim Online-Handeln, zum Beispiel Investitionen beim Bitcoin. Ja, und was geht Sie das als Blockchain an? Ja, ich wollte wissen, wann Sie momentan haben Probleme mit Ihrem Account bei diesem Trading. Habe ich? Ja. Also haben Sie schon mal investiert online, beim Online-Handeln? Ja, natürlich. Okay. Haben Sie momentan einen blockierten Account bei diesem Trading, wo Sie können nicht mehr einloggen sein oder Sie können nicht Auszahlung machen? Nein, habe ich nicht. Okay, sehr gut. Also möchten Sie nochmal aktiv sein bei diesem Trading? Was wie diesem Trading? Welches Trading? Welches Trading meinen Sie denn? Das ist Trading online, Investitionen online beim Online-Handel. Ja, ich bin aktiv. Also sind Sie jetzt aktiv. Okay, sehr gut. Also ich bedanke Ihnen für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, wieder eine Betrüger. Sehr schön. Die merken es einfach nicht.